Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Medienkonferenz nach dem Spiel FC Zürich gegen FC Luzern. 0:0 das Resultat. Murat Yakin, 0:0 das Resultat, das vielleicht der FC Luzern immer glücklicher macht mit der FC Zürich. Ich glaube, wir haben heute alles probiert. Wir haben ein gutes Gleichgewicht finden, gerade in dieser Woche, wo wir doch intensive Phasen hatten. Wir mussten gewisse Umstellungen vornehmen. Aber ich bin spielerisch und von den Chancenanteilen sehr zufrieden. Leider hat in unserem Spiel ein Goal gefehlt, was sicher gut da hätte. Aber ich denke, im Großen und Ganzen haben wir über 90 Minuten konzentriert, defensiv geschafft. Offensiv leider ein bisschen wenig effizient. Oder die Chancen, die wir hatten, wenig klar gewesen in den Abschluss. Und das war leider in unserem Spiel noch ein bisschen oft der Fall gewesen. Aber ich denke, 11:1 gewonnen hat. Und Ballbesitz zeigt doch, in welche Richtung dass wir gehen. Und ja, das Resultat stimmt nicht, das weiß ich, aber das ist jetzt positiv, was wir die ganze Woche können so abschließen. Danke, Muri. Urs, das Positive am 0:0 wahrscheinlich, dass man zu 0 gespielt hat? Man hat gesehen, dass der FC Luzern voll Selbstvertrauen ist. Die Mannschaft, die den Cup-Finale erreicht hat am Mittwoch in Sion. Und so sind sie heute auftreten, mit sehr viel Selbstvertrauen. Die Spieler ist auch zusammengesetzt, die erste Halbzeit. Wir haben uns sehr, sehr schwer getan in der ersten Halbzeit, uns da ein Mittel zu finden, um da unsere Chance erarbeiten. Die zweite Halbzeit, muss ich sagen, haben wir uns ein bisschen stabilisieren können. Wir haben das Spiel zeitweise ein bisschen ausgleichen gestalten. Wir haben auch eine sehr gute Chance gehabt von Pedro Henrique mit dem Kopf, wo man dort hätte in Führung gehen können. Das wäre natürlich, sag jetzt mal, gegen den Spielverlauf gewesen, aber so ist der Fußball. Wenn sie der eine nicht macht, macht sie dann der andere. Schlussendlich müssen wir aber mit dem 0:0 zufrieden sein. Murat Yakin hat es bereits angetönt, 11:1 Gewinnverhältnis. Das sagt eigentlich schon alles über die Dominanz vom FC Luzern. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit und die kämpferische Leistung von unserer Mannschaft, muss ich sagen, haben wir diesen Punkt uns erarbeitet. Und von dem her haben wir ihn auch nicht gestohlen. Ich glaube, mit dem 0:0 können wir sicher zufrieden sein.